Hi, schönen guten Abend da draußen. Schön, dass du dabei bist bei unserem dritten Gespräch mit mutigen Frauen zum Thema Mut, Authentizität und Weiblichkeit. Ich habe heute Abend wieder einen wunderbaren Gast, nämlich die Sabine Egger. Sabine ist von Haus aus eigentlich Ärztin und mittlerweile vor allen Dingen kombiniert sie Mindfulness und Medizin, also ist ganzheitlich unterwegs, ist eine leidenschaftliche Kitesurferin und ich durfte Sabine auf der Mindful Medical Woman Plattform kennenlernen und mich hat sie umgehauen, weil sie eine unglaubliche Power hat, ganz viele Projekte initiiert, sie hat einen eigenen Podcast und ganz eine wache Frau ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist, Sabine. Ich mal schauen, ob du hier. Hallo. Ist sie. Hallo, Sabine. Kannst du mich gut sehen? Ich sehe dich wunderbar. Cool. Vielen Dank. Ja, ich höre dich auch, genau. Es scheint von der technischen Seite her alles zu klappen. Ja, schön. Ja. Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich würde gerne wie immer gerade einsteigen und die Zeit nutzen, die wir miteinander haben. Ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du noch, Squeers, du willst gerne was dazufügen. Wenn ich an dich denke oder wenn ich dich so wahrnehme, so wie ich dich kenne, dann kommt mir das Wort Mut und Authentizität direkt entgegengesprungen. Also ich nehme dich als, ja, wie gesagt, als sehr wach war, als sehr authentisch und vor allen Dingen auch als Ärztin bist du ja, hast du dich ja irgendwann auch ein bisschen für einen anderen Weg als den Standard-Klinikweg entschieden. Und ich wäre mega dankbar, wenn du ein bisschen teilen könntest, wie dieser Prozess für dich ausgesehen hat. Und ich gehe davon aus, vielleicht täusche ich mich auch, dass es sehr viel auch mit mutigen Entscheidungen zu tun hat und sehr viel mit dieser inneren Stimme, auf diese authentische Stimme hören zu tun hat. Wow, also vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an Nathalie und Susanne, die gerade dabei sind. Ja, große Frage. Ich höre das oft mit dem Mut und ich denke dann oft selber, von innen fühlt sich das gar nicht so an. Aber was ganz, ganz, was ich dazu vielleicht sagen möchte, ist, du kannst nur mutig sein, wenn du Ängste hast. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich auch der, das würde man nicht glauben, aber ein sehr großer Angsthase und kenne mich halt gut mit Ängsten aus. Und habe aber immer wieder für mich beschlossen, oder meine innere Stimme ist sehr, sehr stark. Und die kommt halt vom Herzen. Also wenn du dich damit mal auseinandersetzt, dann lernst du auch, das finde ich super spannend. Das war für mich als Medizinerin auch neu. Also, dass die Hirnenergie kleiner ist als die Herzensenergie. Und dass es die größte Energie ist, die vom Herzen ausgeht. Und das kommt dann ja im Wort Courage, also Mut, Cœur. Und Herz wieder so oder Chor kommt es dann wieder so zu einem, wird's rund. Und ich glaube, es war in meinem Fall gar nicht so ein, ich bin meinem Körper sehr, sehr dankbar, weil mein Körper mein größter oder bester Freund ist, eigentlich auf dem Weg immer wieder auf mich zu hören und mich neu auszurichten. Und ich habe da ganz, ganz lange, bin ich über meine Körpersignale hinweggegangen und habe dann halt irgendwann mal eine große Quittung bekommen in Form von einem Bandscheibenvorfall vor 10 Jahren war es, glaube ich, ja, vor 10 Jahren. Und das war für mich so ein ganz, ganz großer Knackpunkt, weil das meine erste Oberarztstelle war damals und ich war in der Probezeit und ich habe diesen Job verloren und ich hatte mich so sehr darüber definiert, über, ja, erstmal Ärztin sein, erstmal arbeiten und das war auch gut, weil ich wollte sehr, sehr gut sein in dem, was ich da tue. Das hat mir auch eine Karriere beschert und da bin ich auch stolz drauf. Aber es war einfach so ein Punkt, wo ich am absoluten Nullpunkt war. Und wie gesagt, also das ist schon 10 Jahre oder 9 Jahre ist es her. Und das vielleicht auch nochmal, um zu sehen, da, wo ich jetzt bin, stand ich vor 10 Jahren noch nicht. Und in 10 Jahren stehe ich auch wieder irgendwo anders. Ich begreife das Ganze
meinen Weg, deinen Weg, unseren Weg, also als große Reise, und reisen kann ich saugut. Ja, danke. Ja, es ist absolut, es ist eine große Reise, ne, die zum Glück auch nicht aufhört. Und wie ist es in meiner Erfahrung, ist dieses Mut auch immer, du hast gesagt, du kennst die Ängste gut, und ich finde, Mut ist immer wieder auch eine Entscheidung. Ja, also es ist was, hast du das Gefühl, du ist. Fällt dir einfacher, du kriegst eine Routine darin, mutige Entscheidungen zu treffen oder ja, mutig zu gehen? Oder hast du das Gefühl, ja, es ist eigentlich einfach immer wieder, du hast vorhin diese Herzensstimme angesprochen, dieser Herzensstimme einfach Vorrang geben? Puh, das ist auch eine ganz, ganz spannende Frage und auch einer der Gründe, warum ich so coache, wie ich coache. Weil ich ganz lange dachte, okay, da ist, du musst dich dann eben mental umprogrammieren und dann brauchst du noch ein paar Affirmationen, und wenn du es dann nicht hinbekommst, dann hat es halt an dir gescheitert. Wenn du jetzt ein Mensch bist wie ich, der sich selbst sehr, sehr stark reflektiert, dann kann dich das in die absolute Maximalkrise stürzen. Und wenn du dann noch irgendwie sehr, sehr große Ansprüche an dich hast, dann wird es richtig kompliziert. Ich finde es ganz, ganz wichtig, und das ist auch ein Weg, auf dem ich ja immer wieder mich selber noch besser kennenlerne, dass alle Ängste, die du hast, sind ja auch Bedürfnisse. Und jetzt zum Beispiel eine Angst zu haben, die ich jetzt früher vielleicht hatte, überhaupt hier online zu sein, sichtbar zu sein, meine Wahrheit zu sprechen, die hat mich vielleicht auch schützen wollen. Also am Anfang war das für mich ganz, ganz schwer. Ich weiß auch noch, ich habe meine erste Podcast-Folge rausgebracht unter Schweiß und Tränen und ganz großem, du sitzt da ja allein mit deinem Mikro und denkst, ja, wer bin ich denn, was habe ich denn zu sagen? Aber es ist ein ganz, ganz großes, ne, inneres, intrinsische Motivation, die einfach aus mir raus wollte, und bin froh, dass ich mich getraut habe. Und dann habe ich viele Bewerbungen bekommen. Hi, Friederike. Bewertungen bekommen, und eine davon war ganz mies. Also die war richtig schlecht, und die hat dann alles so runtergezogen. Und ich saß da echt damals erstmal so 3, 4 Stunden, und ich war so getroffen und dachte, ich mache das nicht mehr. Ne? Und also was ich damit sagen will, ist, Ängste können, und eine Angst zu haben, dann da rauszugehen, die kann dich auch schützen wollen vor so einer Verletzung. Und heute kann ich aber sagen, ja, okay, ich kann aber auch lernen, also es gibt ja diese mehreren Zonen, ne? Die Komfortzone, die Wachstumszone, die Panikzone. Und du kannst ja immer wieder ausprobieren, wo du dich da bewegst. Und ich habe, das war, wie gesagt, ein Prozess, also mit Sichtbarkeit zum Beispiel. Ich habe irgendwann mal gesagt, so, ich mache jetzt jeden Tag ein Selfie von mir, nur für mich, um mich selber gut finden zu lernen, um mich selber sehen zu können. Irgendwann habe ich gesagt, es gibt jetzt jeden Tag ein Facebook Live oder so, mit einfach irgendwas, was ich glaubte zu sagen zu haben. Also das ist schon Jahre her, aber einfach so zu lernen, dass ich wichtig bin mit dem, was ich zu sagen habe, und dass ich eine Stimme habe. Und heute höre ich ganz, ganz schöne Dinge über meinen Podcast und meine Stimme. Und dafür gibt es dann auch wieder Dinge, wo ich sage, ja, jetzt regelmäßig auf einer großen Bühne zu stehen, kann ich mir noch nicht vorstellen. Ist aber auch ein größerer Traum, wo ich mich ranwage, ne? Und wo ich halt immer wieder durch die kleinen Schritte, die ich gehe, wie eben solche Videos machen hier oder meine eigene Bühne erschaffen zu haben mit meinem Podcast, zu sagen, hey, ich bin quasi, ich trainiere das, wie du sagst, ne? Und ich gehe da immer wieder weiter. Ich kann irgendwie gar nicht anders. Es ist schon auch ein Teil von meiner Natur, dass ich sehr neugierig bin und dass ich sehr, sehr, dass ich das sehr mag, auch Neues auszuprobieren. Und ich glaube, sonst, ich hätte sonst ja auch, du wirst sonst nicht Ärztin irgendwo, weil da lernst du ja auch mit ganz vielen Ängsten von dir selber umzugehen und bist dann doch öfter mal am Rande der Panikzone in deiner Weiterbildung. Und auch nachher ist es Teil vom Job. Also es wird. In meinem Beruf wirst du nie den Punkt erreichen, wo du alle Situationen beherrschst. Gibt es einfach nicht. Ne? Du kannst sehr well trained sein, aber es braucht auch eine ganz große Portion Vertrauen. Und um nochmal auf das Angstmanagement zurückzukommen, was ich auch super finde, was ich dann im Bereich von meinen Coaching-Ausbildungen oder Mindful Self-Compassion gelernt habe, dass wir eben die Amygdala, unsere Alarmglocke im Gehirn trainieren können und unsere Gehirnmasse umformen können mit Meditation, mit Achtsamkeit. Deswegen bin ich da so ein Fan von geworden, dass wir da wirklich die Hirnstruktur plastisch umformen können. Das finde ich unglaublich spannend. Ohne
chirurgische Eingriffe, sondern mit Meditation und da einen Freiraum kreieren können. Und für die Amygdala gilt, ich voll on fire. You name it, you tame it. Das heißt, wenn du anfängst, das habe ich diese Angstübung mal gemacht vor ganz vielen Jahren, weil ich da an dem Punkt war, oh, ich schreibe jetzt einen Blog und das war ein Kitesurf-Blog und das war so dieses Oberärztin-Ich mit diesem Kitesurf-Blog, das ging mir gar nicht zusammen in meinem Kopf und ich hatte unglaubliche Ängste, dass wenn das jetzt jemand sieht und liest und dann kriegt er so die bunte und kreative Seite von mir und dann kriege ich keinen Job mehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann alle Ängste aufgeschrieben, also wirklich, ich habe Angst davor, das und wenn ich dies mache, dann passiert das. Das einfach mal zu Papier zu bringen und auch dann da zu lassen, es muss dann gar nichts weiter passieren, aber so ganz konkret zu werden, wovor ich denn Angst habe und das kann ich dir mal so empfehlen, wenn du jetzt einen größeren Schritt vor dir hast, so wo du schon lange merkst, ich möchte da irgendwie was machen für mich, aber ich traue mich nicht so richtig, dann finde ich einfach diese Ängste benennen und das mache ich auch mit schwierigen Gefühlen im Körper mittlerweile. Ne? Also, dass ich dann, wenn da irgendwas ist, dann atme ich erstmal, komm bei mir an, berühre mich selber, schütte mir ein bisschen Oxytocin aus, halte mich, ne, in meinem Body-Container-Containment und dann atme ich so rein und schaue mal, okay, welche Gefühle sind denn da? Dann benenne ich die, ich fühle dies, ich fühle gerade das. Trauer, Einsamkeit, Angst, Enttäuschung, Aufregung, was auch immer. Und dann gehe ich noch tiefer rein und schaue auch mal, wo dieses Gefühl in meinem Körper ist und wie sich das auch verändert dann in diesem Prozess. Ja. Aber es war eine lange Reise. Also das passiert nicht von heute auf morgen. Heute kann ich relativ schnell mit meinen Gefühlen Kontakt aufnehmen, die auch benennen und die sogar im Körper spüren. Aber das ist über Jahre entstanden. Ja, aber ich glaube, in dem, was du sagst, sind ganz, ganz viele wertvolle Perlen drin. Und nämlich das eine ist, glaube ich, sehr ermutigend für alle, die uns auch zuhören, nämlich zu wissen, okay, die Ängste dürfen sein. Also du kannst Ängste haben und trotzdem losgehen. Ja, also du musst nicht warten, bis du deine Ängste wegtherapiert hast, aufgelöst hast, was auch immer, sondern die Ängste sind da, sie formen Teil von unserem Leben und ich kann trotzdem mutige Entscheidungen treffen. Ja, und zwar mit wackeligen Knien und verrutschter Krone, wie wir so gerne sagen, aber einfach zu sagen, okay, ich gehe in meinem Tempo und wie du ja beschrieben hast, ne, entsteht daraus ein Weg. Ja. Und all das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja wirklich lernbar, es ist keine Hexerei. Ja. Man kann lernen, im Körper anzukommen, man kann lernen, Gefühle zu spüren im Körper. Und von dann aus dieser Basis raus sich dann auch wie Freiheit zu gewinnen, würde, sage ich dem immer, mich zu entscheiden. Also es ist dann nicht mehr, ich muss meiner Angst nachgeben, sondern ich kann diesen Raum schaffen und mich entscheiden. Okay, gebe ich jetzt dieser Angst nach? Das ist eine Option. Oder entscheide ich mich jetzt für einen mutigen Schritt oder für welchen Schritt auch immer? Ja. Und eine Sache vielleicht noch, ich werde ja oft auch in meinem Beruf als Anästhesistin gefragt, dann da kommen auch ganz viele Ängste natürlich und die Patienten kommen mit großen Ängsten und das verstehe ich total, weil es ein gefühlter Kontrollverlust ist und du musst ja da sehr, sehr viel Vertrauen und von dir abgeben und ich sage dann trotzdem, ist es ja auch ganz oft so irrational, wir gehen jeden Tag in den Straßenverkehr und da sterben viel, viel mehr Leute als in einem OP, ne? Und wo ein Anästhesist und Arzt die ganze Zeit neben dir ist Fachpersonal, also manchmal auch das wirklich so einsortieren, also wie du sagst, die Ängste mitnehmen, die anschauen, mit denen in Dialog gehen und dann sie aber auch so ein bisschen einzusortieren und nicht das so groß werden zu lassen und das finde ich kann schon manchmal helfen. Wie machst du das? Ja, ich mache das, glaube ich, auf gewisse Art und Weise sehr ähnlich. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass wir gerade als Frauen in unserem Körper, in dem wir ja, ich bin auch wie du ähnlich totaler Fan von Hirnphysiologie und Neuroendokrinologie und finde es super spannend, dass wir ja auch dafür ausgelegt sind, ganz viele Emotionen lesen zu können, wahrnehmen zu können. Ja, und dadurch vielleicht auch unsere Amygdala funktioniert anders als die von einem Mann etc. Und ich finde, allein dieses Wissen zu haben, ja, wie funktioniert mein Gehirn, ja, dass es nicht alles einfach nur Fantasie ist, sondern dass es eine plastische Struktur dahinter gibt, die ich verstehen kann, ja, und die ich umformen kann. Und ich habe einen ähnlichen Weg wie du hinter mir, also sehr viel über den Körper, ich arbeite viel über den Körper und bin oft an dem Punkt, dass ich schaue, okay, was,
was ist mein nächster Wachstumsschritt? Weil natürlich habe auch ich Ängste und es sind mutige Entscheidungen, sind für mich jetzt nicht unbedingt, gehe ich jetzt Bungee-Jumping machen oder gehe ich Fallschirmspringen, sondern mutige Themen sind für mich irgendwie, okay, konfrontiere ich jetzt meinen Vermieter mit dem und dem Thema oder zeige ich mich jetzt verletzlich in einer Beziehung? Ja. Und da halt überhaupt erst ein Bewusstsein reinzubringen und mich dann zu entscheiden, zu sagen, okay, wo ist mein Wachstumsschritt? Also was ist die Angst, was ist das Bedürfnis, wie du es beschrieben hast, was mich schützen möchte? Und was wäre aber eigentlich, wo würde ich nachher sagen, okay, es gibt mir mehr Freiheit, es fühlt sich besser an, es fühlt sich im Körper erleichtert an. Genau. Und vielleicht auch da gerade als Überleitung zum Thema Authentizität. Ich glaube, ist es ganz wichtig, dass wir einfach auch wissen, was sind unsere Werte, also wofür stehe ich und wofür möchte ich gehen. Und wenn das klar ist, wenn das Themen sind in meinem Bereich, wo ich denke, okay, das sind wirklich, das ist mein Wert, meine Wichtigkeit, dann finde ich viel eher auch den Mut, eine Veränderung anzugehen oder ein Thema anzugehen. Also wie ist es bei dir auch mit Authentizität? Als du vorhin erzählt hast, auch aus dem Berufsalltag, ich nehme an, du hast ja wahrscheinlich auch oft Entscheidungen treffen müssen, oder weiß ich nicht, auch über Leben und Tod. Also das authentisch sein, das höre ich oft, dass das vielen Menschen schwerfällt oder irgendwie ein Thema ist und irgendwie bin ich halt ich. Also das ist einfach so und ich werde es jeden Tag mehr. Ich bin eigentlich nicht die, die alleine Entscheidungen über Leben und Tod trifft. Ich muss mich oft manchmal, oder ja, ich muss mich manchmal fügen, aber natürlich muss ich. Leite ich auch meine Reanimation, ich habe das gerade völlig verdrängt, aber und dann bin schon ich die, die dann sagt, wir machen jetzt weiter oder wir hören auf. Und trotzdem ist es so ein Konsens zusammen. Ne? Und ist immer wieder, ich finde, also Werte, die du angesprochen hast, die merke ich ja daran, dass ich schwierige Emotionen habe oder Dinge dann mit, sag ich mal, länger in mir rumoren und dann merke ich, okay, da sind irgendwelche Grenzen und Werte verletzt worden für mich und ich finde, so kann ich dann immer ganz gut merken, was sind denn meine Werte oder was sind meine Grenzen und wofür stehe ich, ne? Und das ist auch so eine, sag ich mal, lange Reise. Ich habe für mich gemerkt, je besser ich mich kenne und je mehr ich mich abgrenze und je mehr ich für mich einstehe und an das, was ich glaube und das, was ich halt bin, desto leichter wird es für mich im Leben oder desto mehr kommen, ist vielleicht falsch gesagt, es ist gar nicht unbedingt leichter, aber desto mehr kommen passende Dinge zu mir. Ja. Menschen, Aufgaben, Arbeit, die wird irgendwie immer besser. Und meine Theorie ist, dass ich mich halt immer besser kenne und das damit zusammenhängt. Ja, und dass du das Gesetz der Anziehung, dass du einfach klar bist, auch in deiner Energie. Es hat ja alles Auswirkungen, ne? Auch Friederike, auf das muss Feld besser und werden. alles Mögliche, sodass du automatisch auch anziehst, ja, wo du in Alignment mit bist. Das macht, finde ich, total viel Sinn. Ja. Und es wird insofern auch Authentizität, es wird ja einfacher in dem Moment, wo ich die Masken ablegen kann, ja, wo ich einfach immer, wie du sagst, du bist einfach du, aber es sind ja viele auch, also ne, viele Dinge, was du hast es vorhin genannt bei dem Kitesurf-Blog, ja, was denken die anderen über mich, ja, verliere ich eine Stelle etc. Und es geht ja, ich finde, es ist eine kontinuierliche Arbeit, diese Schichten abzulegen und einfach zu sagen, okay, das bin ich mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Ja. Das hast du schön ausgedrückt. Also so empfinde ich das auch immer mehr, ja, Schichten manchmal abzulegen oder auch so, das sind ja dann so Glaubenssätze, Strukturen, mit denen ich durchs Leben gehe. Ich hatte zum Beispiel die Idee, ich habe sehr viel Humor und ich lache sehr viel und das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Wundermittel im Leben, weil das Leben passiert, Leiden gehört zum Leben und mir hilft es wahnsinnig, das manchmal einfach, ja, viel zu lachen, über mich zu lachen und mich selber nicht so ernst zu nehmen. Und ich habe ganz, ganz lange Zeit die Idee gehabt, das kann ich in meiner Arbeit, sei es im Coaching oder in der Klinik, kann ich das nicht
das muss ich abspalten sozusagen. Und das stimmt überhaupt nicht. Also dann irgendwann habe ich so für mich gesagt, ja, aber wie ist, das ist für mich ganz anstrengend, das so abzuspalten. Also ich setze mir selber so eine Strenge auf und dann lasse ich einen Teil von mir da rein sozusagen. Und habe dann eben auch so, ich darf, ne, oder im Coaching oder sonst, ich darf nicht so viel von mir teilen. Und ich merke halt mittlerweile, das stimmt einfach nicht. Also es hat sich halt, ja, war einfach Blödsinn, sage ich mal. War eine Idee von mir und habe dann festgestellt, ja, es gibt zum Beispiel Ärzte, Herrn von Hirschhausen, der ja irgendwie mit Humor hilft heilen durch die Welt geht. Und das war so, ja, wieso denn nicht? Ja, also wieso kann ich das nicht auch noch als Wundermittel in meinen Notfallkoffer mit reinnehmen? Nur so als Beispiel. Ne? Und zum Beispiel in dem, was ich mache, also in dem, was ich also natürlich auch in der Klinik, aber auch in der Mind-Body-Medizin, Mindful Self-Compassion, da geht es darum, dich halten zu lernen, dich anschauen zu lernen, dich auch erstmal aushalten zu lernen. Und das kann am Anfang richtig schwierig sein. Also wenn du das erstmal auch anfängst zu meditieren oder mal da zu sitzen, das ist ja nichts anderes, als mal 5 Minuten da zu sitzen und nichts zu machen und dir beim Nichtsmachen und Sein zuschauen. Das kann unheimlich schwierig sein und da kann Unruhe hochkommen und Angst hochkommen. Und dann, ne, geht es natürlich in bestimmten Coachings, Übungen und so weiter auch dran zu gucken, hey, was war denn schwierig für mich und wie kann ich mich darin unterstützen? Und das ist natürlich auch mit vielleicht Weinen, mit Leiden und so verbunden. Und sich da irgendwie halten zu lernen, finde ich ganz wichtig. Und ich habe halt gespiegelt bekommen, dass ich halt durch den Humor, den ich da mitnehme, diesen schweren Themen einfach so eine Leichtigkeit mitgebe. Und dann ist es besser aushaltbar. Also ich habe aus einer vermeintlichen Schwäche oder einer Sache, die nicht sein durfte, mittlerweile eine Stärke, die ich irgendwie integriert habe, gemacht. Und das finde ich so spannend. Also gerade diese Arztrolle ist irgendwie oder Therapeutenrolle. Unheimlich spannend, finde ich. Unheimlich spannend, was man da so sich selber kennenlernt und ja, und auch immer wieder, was für Glaubenssätze da auftauchen oder Ideen, wie was zu sein hat und wie es dann wirklich ist. Ja, absolut. Ich glaube gerade, also als Therapeutin, aber ich glaube gerade als Ärztin noch mehr, ist ja das Bild, das die Gesellschaft auch hat von einem Arzt, ist ja irgendwie ne, unfehlbar und ne, so Gott in Weiß war es ja früher. Das schwingt ja heute teilweise noch mit und es macht natürlich Authentizität gar nicht so einfach. Also beziehungsweise letztendlich schon, es ist eine Entscheidung, aber es ist natürlich, ja, man hört es nicht gerne von einem Arzt, wenn der sagt, ich weiß es nicht. Ja, also, oder das ist, glaube ich, in den Köpfen von den Leuten. Und wie gehst du auch, oder wie gehst du in solchen Situationen damit um? Also wie gehst du vielleicht auch mit Kritik in eine indirekte Weise auch Kritik um? Also wenn du, das höre ich in meiner Arbeit wieder, immer wieder, dass Frauen es extrem schwer finden, ja, auf Kritik nicht allzu persönlich zu nehmen oder dass das nicht als ja, ein Affront gegen ihre Persönlichkeit. Ja, und es braucht ja auch da viel Mut und Authentizität zu sagen, hey, ja, nein, ich weiß es auch gerade nicht. Ja, wie gehst du damit um? Und vor allen Dingen auch, siehst du, das ist eine persönliche Meinung, siehst du einen Unterschied, wie du als Frau damit umgehst und wie Männer damit umgehen oder dass wir anders damit gefordert werden? Also erstmal zuerst, wie gehe ich damit um? Tut mir weh. Also und das spüre ich dann und dann sage ich, hey Sabine, du hast dein Bestes gegeben, du hast was Gutes gewollt und das ist jetzt ein schwieriger Moment für dich. Also ich rede wirklich dann mit mir, ich mache einfach achtsames Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge. Und dann gehe ich da genau wieder hin, wie ich vorhin gesagt habe, ich halte mich. Halte mich irgendwie und bin bei mir sozusagen, den Kontakt zu mir zu haben. Und dann versuche ich wieder rauszufinden, so welches Gefühl damit einhergeht. Mit XY hat dies gesagt, die und die Situation. Und dann habe ich mich wie gefühlt, versuche wieder das Gefühl zu benennen. Und dann frage ich mich, okay, was brauchst du jetzt? Was möchtest du hören, zum Beispiel für Worte? Also ich gehe wirklich mit mir ins Gespräch. Was würde meine beste Freundin vielleicht zu mir jetzt sagen? Und da habe ich halt, ja, also das ist relativ konkret.
Das nennt man auch Selbstmitgefühlspause. Und das kann dann sein, dass eine Tasse Tee rauskommt, ein Telefonat mit einer Freundin, dass ich einfach Zeit brauche oder auch die Akzeptanz, dass ich bin ja ein Mensch. Also Verletzungen gehen mir nahe und manche gehen mir halt näher und manchmal gehen mir weniger nahe. Und ich bin jetzt noch ein Mensch, der hochsensibel ist. Also ich denke wahnsinnig viel nach. Ich fühle sehr, sehr viel ich, im Außen, im Innen. Also da ist wahnsinnig viel Selbstmanagement am Start, sag ich mal. Und sind Frauen und Männer da anders? Das kann ich schwer beurteilen, weil ich halt eine Frau bin. Und ich, also mein Eindruck einfach so zum, sag ich mal, und damit habe ich mich halt auch ein bisschen tiefer dann beschäftigt, im Rahmen vom Karrieremachen in einer dann doch noch irgendwie patriarchal organisierten Klinikwelt und Lebenswelt, in der wir ja nun mal sind, dass wir Frauen schon ein sehr, und das sehe ich ja auch in meinen Coachings, dass wir schon einen wahnsinnig hohen Anspruch an uns haben. Und dass wir halt viel, viel vielleicht kritiksensibler sind auch und das vielleicht ein bisschen näher dran ist an uns. Das weißt du vielleicht besser. Vielleicht hat das mit der Hirnstruktur zu tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit dem Selbstverständnis von uns als Frau in der Gesellschaft, ne? Dass wir einfach noch nicht so diesen Platz haben, den wir uns noch erkämpfen dürfen und dass wir da halt einfach, wir sind ja auch viel krasser irgendwie, wie sieht sie heute aus, wie redet sie denn, wie ist sie geschminkt, sind ihre Haare grau, also der ganze Körper ist ja permanent irgendwie, du kannst ja Bundeskanzlerin sein, aber, und kannst die kompetenteste Frau der Welt sein, aber wie du aussiehst, ist ja auch immer noch wahnsinnig wichtig. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir schon noch, es fühlt sich zumindest so an, größerer Kritik ausgesetzt sind als von außen und angreifbarer sind, ne, als also rein von unserer ganzen Geschichte her war das ja so als Frau, dass man früher einfach, da ist man halt dann, wenn man die Klappe aufgemacht hat und kompetent und selbstbewusst aufgetreten ist, auch mal als Hexe geendet und hat es mit dem Leben bezahlt. Und das ist noch nicht so lange her. Ich denke, das steckt halt einfach auch noch in unserer Genetik und Epigenetik drin. Und das macht uns Frauen vielleicht auch manchmal vorsichtiger und es kostet uns vielleicht noch viel, viel mehr Mut und Überwindung. Ja, also ich glaube, du hast das so nebenbei, da manche Leute glauben, das ist so ein bisschen so ein Witz, ja, ja, das alles als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber es ist tatsächlich so, ne, dass wir in den letzten Jahrhunderten, wenn Frauen wissen wollten, also Wissen war für uns ein gefährliches Gut, ja, und es ist ja auch heute noch so, ich habe gerade letzte Woche ein Gespräch gehabt mit der Anna Kabat-Zinn, die ist eine Politikerin im EU-Parlament, dass Frauen an der Macht, man sieht es ja auch so, ja, hat es ja den Bundestag war in Deutschland mitbekommen, was für eine wahnsinnigen unfairen Kritik Frauen ausgesetzt werden, wenn sie in machtvollen Positionen sind, ja, weil das irgendwie nicht ernst genommen wird, etc., etc. Also das wirklich auch noch dieses patriarchale Wunde ein großes Stück mitspielt und das irgendwie vielleicht für Frauen, finde ich, extrem wichtig ist, dass es die Epigenetik gibt und dass wir das alle in unseren Genen mittragen. Also das ist wie eine Erklärung, warum wir so bedacht sind auf die Meinung von anderen. Also abgesehen davon, dass es mit der Hirnstruktur tatsächlich zu tun hat, ne, dass wir auf also Verbindung und Zusammenhalt ausgelegt sind und es für uns sehr viel bedrohlicher ist als für einen Mann, wenn wir sozusagen exponiert sind. Ja, aber wirklich das, was du gerade sagst, einfach zu verstehen, ja, wo kommt das Kollektive auch her, wo kommt, ja, genau. Ja. Sabine, was war deine mutigste Entscheidung in deinem Leben? Das ist eine ganz schwierige Frage, ich weiß, aber was? Mir fällt ein, Kitesurfen, heiraten, Haus kaufen. Ja, Kitesurfen, heiraten, Haus kaufen. Ja. Ja. Und vielleicht, also über allem, ja, wo wir gerade drüber reden, eigentlich die Reise nach innen anzutreten, nicht mir selbst zu begegnen, das kostet mich immer wieder am meisten Mut. Ja. Ja, das ist schön, das ist schön. Es ist auch schön, weil das so breit gefächert ist. Ne? Also weil du sagst, die Reise nach innen, Kitesurfen, heiraten. Also ganz viele verschiedene Ebenen, wo man sagen kann, ja, das ist Mut, genau. Als abschließende Frage noch an dich, wenn du
Und du bist es ja eigentlich schon. Aber wenn du so die mutigste Version deiner selbst wärst und die authentischste, was würdest du noch machen? Was würdest du sofort angehen? Wo würdest du stehen? Was ist denn so deine Vision noch in dieser Sicht? Das ist echt eine schwierige Frage, weil es sich irgendwie, ja, also wie du sagst, so das, was ich damit früher verbunden habe, da bin ich irgendwie und das habe ich für mich umgesetzt. Und jetzt kamen im Außen so Dinge wie mein Geld noch besser und wilder investieren. Also da darf ich auf jeden Fall noch mutiger werden. Und das andere, was für mich mutig bedeutet, ist mehr sein, weniger machen, und das ist für mich die größte Challenge. Also mir selber noch mehr zu begegnen und mir zu erlauben, wirklich da zu sitzen und zu vertrauen, dass wenn ich halb so viel mache, es mir doppelt so gut geht und mein Leben auch, ich auch noch da bin. Und das ist wirklich was, wo das ist meine große Challenge gerade, meine große Reise, noch mehr in die Ruhe zu kommen und in meine Kraft. Finde ich großartig. Ich glaube, das ist eine wunderbare Take-Home-Message, nämlich einfach zu sagen, weniger machen und mehr sein. Und wirklich, wirklich bewusst sein, das ist eine mutige Entscheidung. Ja, ich finde es wirklich großartig. Ja, Ja. weil all meine inneren Dinge sind auf höher, schneller, weiter angelegt. Da ist auch ein intrinsischer Anteil, ganz klar. Aber da ist ja auch, das ist einfach gerade so ein Ding, wo ich sage, das lasse ich mal stehen und ich möchte mir was anderes beweisen. Und ich mache das also ganz klar. Also heute Abend gehe ich eine Stunde meditieren, zum ersten Mal hier in einem Meditationszentrum an dem Ort, wo ich hingezogen bin. Ja. Ja, super. Aber ich finde es wirklich so wichtig, weil ne, dieses höher, schneller, weiter ist ja wirklich was, womit wir die ganze Zeit, wir glauben, wir müssen leisten, wir müssen Dinge tun, wir müssen Karriere machen, damit wir was wert sind. Und Was das ja stimmt völlig halt nicht. absurd ist. Ne, genau, einfach zu sagen, hey, ich halte mich aus, einfach zu sein und damit glücklich zu werden oder damit fein, okay zu sein. Ja. Gut. Sabine, Ich danke herzlichen dir. Dank. Ich würde gerne noch, teil doch noch mit uns, wo man dich findet, wie man dich findet, wie man mit dir arbeiten kann. Also finden tust du mich hier auf Instagram unter Dr. Sabine Egger oder auch auf LinkedIn genauso. Oder du schaust mir auf meiner Homepage um unter www.drsabineegger.com. Das ist auch so ein Work in Progress, aber da ist eigentlich einiges drauf. Und vor allem mein Podcast, der Mind Body Podcast. Da sind ganz viele tolle Interviews drauf. Vielleicht auch demnächst mit dir, Katharina. Ziemlich sicher. Es sind schon wieder viele tolle Podcast-Folgen drauf, wo ich einfach auch viel von dem teile, was mein Weg war, aber wo ich auch tolle Interviewpartnerinnen drauf habe, die ja, ihre Wissensnuggets und Lebensreisen teilen und dich inspirieren und motivieren. Super. Vielen Dank. Also ich nehme es auch noch mit in die Comments. Also da findet ihr auch noch alles zu dir und Genau, und aktuell ist es so, also ich habe ab Dezember wieder Plätze fürs Einzelcoaching. Wenn das was für dich ist, dann darfst du dich bei mir melden. Ganz unverbindlich und kostenfrei. Super. Also, Sabine, ich verabschiede dich hiermit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Meditieren heute Vielen Dank. Abend. Und bitte euch noch kurz dran zu bleiben. Ich mache euch noch kurz einen Ausblick, was als nächstes noch kommt. Danke dir. Ciao. Ja, also dann nach dieser wunderbaren Inspiration mit der Sabine. Noch den Ausblick, dass unser nächster Talk ist am 17. Oktober, das ist in 2 Wochen, mit der Sabina Stolfi. Sabina ist eine Sängerin und Voice Coach, Voice Coachin, eine unglaublich verkörperte, wache Frau, die mir immer vorkommt wie eine halbe Schamanin. Ich habe das große Privileg, mit ihr arbeiten zu dürfen. Und sie einen ganz neuen Aspekt auch reinbringt, was Weiblichkeit, Mut und Authentizität betrifft. Genau. Ansonsten schau dich gerne auf der Webseite um. Auf meiner Seite gibt es sehr viel Neues. Es ist der neue Frauenkreis am 23. Oktober. Es gibt noch ein kostenloses Webinar am 19. Oktober. Da passiert gerade viel. Also
Fühl dich frei und ich danke dir für deine Zeit und wünsche einen ganz schönen Abend. Und euch drei auch ciao und einen ganz tollen Abend.